Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir, Apps und Games. Wir werden heute gemeinsam wieder Sims 4 spielen und wir gehen heute mal ins Fitnessstudio. Max und sein Freund. Achso, vielleicht sollten wir lieber zusammen hier hingehen. Drücken. Ich war noch nie im Fitnessstudio, also schon... Oh, haha! Ben im Fitnessstudio, das ist auch eine Möglichkeit, würde ich sagen. Ja, so kann es natürlich kommen. Ich habe nicht darauf geachtet, wie energiegeladen Max ist, aber er pennt einfach mal im Fitnessstudio. Und sein Freund nutzt die Chance und denkt, ach, lege ich mich mal dazu und mache ein paar Liegestütze. Oh Mann, es gibt so seltsame Situationen in diesem Spiel. So, was hat er denn? Ist er jetzt schon wieder wach? Nee, so wie gar keine Energie. Wir trainieren trotzdem mal zusammen. Er hat sich jetzt ein bisschen ausgeruht. Energiegeladen ist er jetzt. Okay, was muss ich machen? Ach, er macht das von alleine. Gut, ich dachte, ich muss irgendwas drücken oder so. Er sieht so sehr konzentriert aus. Sit-ups machen. Wo kann man das hier machen? Ist irgendwie so eine Matte oder sowas? Ah, die kann er wahrscheinlich auch einfach auf dem Boden machen, ne? Keine Energie, aber trotzdem sehr, sehr sportlich unterwegs. Jetzt noch die Sit-Ups. Die quält sich auch richtig ab. Ach, das ist Dina. Die kann ich auch. Und schon wieder fühlt er sich unwohl. Yeah. Was ist nur los mit den Sims? Was kann man denn noch für coole Übungen machen? Liegestütze machen. Dann leg mal los. So ein Laufband haben wir ja auch zu Hause. Das sind, glaube ich, nur noch die Umkleiden. Ein Spiegel. Ja, er macht es einfach so von alleine. Ich muss ihm gar nicht unbedingt sagen, oh, Boxen ist vielleicht auch mal ganz cool. Energiegeladen boxen. Dann lass mal all deine Wut raus, Max. Ich glaube, das hast du bitter nötig. Er ist ja immer super schlecht gelaunt. Kann er eigentlich auch hier jemanden verprügeln direkt? Direkt jemanden wegboxen? Grob vorstellen. Oh nein, er ist wieder ins Koma gefallen. Okay, ich glaube, es hat keinen Sinn. Max ist viel zu erledigt. Und ich würde sagen, ja, das Boxen hat ihn einfach ausgenockt. Vielleicht sollten wir einfach nach Hause gehen. Dein Bedürfnis auf Vordermann bringen. Leider... Obwohl, vielleicht... Jetzt rappelt er sich wieder auf. So ein kleines Powernap. Ich wollte eigentlich, dass er sich hier mal grob vorstellt. Mal ein bisschen Stunk macht. Getränk werfen. Oh,
Ach, das war's dann wohl. Ich würde sagen, wir hauen wieder ab. Er ist viel zu müde, fühlt sich viel zu unwohl. Wie kommt er jetzt nach Hause? Nach Hause gehen. Da ist es. Kein episches Training, er soll einfach nach Hause gehen. So. Max im Fitnessstudio war eine mittelstarke Katastrophe, aber es lag daran, weil ich nicht darauf geachtet habe, wie viel Energie noch hat. Deshalb ist er öfter mal einfach umgefallen und hat gepennt. Ist ja nicht weiter schlimm. Nur ein bisschen hinderlich, wenn man Sport machen will. In der Schattenvilla ist er zu Hause mit der lieben Nina. Nina ist glücklich, die ist gerade auf der Toilette. Achso, und er geht ins Bett. Ja. Dann spiele ich eben mit Nina weiter. Es gibt irgendwie nur wenige Momente, wo die mal beide zusammen irgendwie was unternehmen. Freundschaften schließen, Spielmaschine kaufen oder dieses Radio-Ding. Radiosender. Es ist leider schon abends. Hier ist kaum eine Menschenseele unterwegs. Wer ist das denn? Vampirstil loben. Bitten abzuhängen, machen wir das doch mal. Mitten auf der Straße kann man auch mal nachts stehen bleiben. Ist sie ein richtiger Vampir oder ist sie auch nur so angezogen? War ich ja auch mal. Ich guck mal, wer hier noch so rumläuft. Da ist noch jemand. Ich habe wahrscheinlich noch ganz, ganz viele Optionen gar nicht kennengelernt, die man hier machen kann. Aber vielleicht lerne ich das ja noch kennen. Ich habe ja quasi erst gemeinsam mit euch angefangen, Sims zu spielen. Davor kann ich das Spiel noch gar nicht. Anbrüllen. Achso, die hängt bei mir zu Hause ab. Wie ist sie da reingekommen? Habe ich die wirklich zu mir eingeladen? Habe ich das gar nicht mitbekommen vielleicht? Einfach fremde Leute hier zu mir nach Hause einladen. Ach, die chillt hier einfach ein bisschen bei mir. Max ist immer noch am Schlafen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, bei Sims passiert nicht so viel. Ich frage mich, wann mein Baby endlich kommt. Kann man das irgendwie herausfinden, wenn ich irgendwie auf den Bauch oder so tippe? Das kann hier noch ein bisschen stehen bleiben. Freundliche oder lustige Aktionen durchführen. Vielleicht habe ich ja jetzt eine neue beste Freundin.
Radio sind World Radio. Furchtbare Country-Musik. Oh, es ist, glaube ich, ein bisschen sauer. Egal, Nina isst genüsslich ihren Hotdog oder was das war. Max ist immer noch am Pennen. Bitten, Baby zu fühlen, das kenne ich noch gar nicht, die Option, aber wahrscheinlich kommt das immer erst später. Süß. Müssten diese Sachen nicht eigentlich auch irgendwann verschwinden? Weil ich habe sie ja schon erfüllt. Bisschen öde, finde ich selber, weil nichts passiert. Aber vielleicht kann ich auch mal irgendwo hin. Ich verreise. Wohin verreise ich denn mal? Der ist auf jeden Fall verheiratet. Den habe ich ja vorher versucht kennenzulernen. Aber der hat so ein bisschen romantische Gefühle, oder wie nennen die sich? Khan, was macht Khan eigentlich? Bei dem war ich auch mal zu Hause. Der ist ganz gruselig. Fabio Bach. Ich glaube, ich besuche Khan noch mal. Oder? Drei davon sind mit mir romantisch. Ich möchte lieber mal, dass mein Mann aufsteht. Der soll mal bitte ein bisschen aufstehen hier. Aber nur ein bisschen und nicht gleich wieder einschlafen. Nina macht ein bisschen Basketball. Das sieht übrigens der richtige Nina, also mir auch ähnlich. Ich spiele selber auch gerne Basketball. So. Jetzt können die beiden sich auch mal ein bisschen verständigen. Techtelmechtel. Angespannt. Duschen. Ich dachte, vielleicht will er erstmal ein bisschen plaudern. Na, jetzt schläft sie wieder. Hier ist schon so voll so eine komische Wolke, weil er müffelt. Max stinkt. Okay, der muss dringend duschen gehen. Ich würde sagen, es ist vorbei. Nina ist am Schlafen, Max ist duschen.
Irgendwie passiert hier nichts. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ich bei Sims 4 noch alles machen soll. Außer demnächst hoffentlich mal mein Baby bekommen. Dann geht es hier richtig rund in der Bude. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Tipps und Tricks in die Kommentare, vor allem, was ich hier jetzt noch alles beim Spiel ausprobieren soll. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich gerne den Kanal. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen klicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!